Und zwar bin ich aus einem Albtraum aufgewacht und dann habe ich plötzlich eine Stimme wahrgenommen. Ich war voll wach. Dann habe ich auf die Seite rüber geschaut und dann sah ich an der Wand eine Hexe. Die war wirklich raumhoch. Diese hat so wirklich fürchterlich irgendwelche Sachen gesagt, die ich nicht verstanden habe. Aber ich hatte panische Angst. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Sendung bei Wunder heute TV. Heute geht es um Leben und Tod. Mein Gast ist David Thiele, er ist wohnhaft in der Schweiz. Er wollte sich mit 19 Jahren das Leben nehmen. Er hatte das genau geplant. Doch einen Tag zuvor besuchte er einen Gottesdienst in einer Freikirche im ICF in Brok. Und was dort geschehen ist, das hat alles auf den Kopf gestellt in seinem Leben. David, herzlich willkommen zu diesem Gespräch und berichte uns davon, was ist denn dort geschehen, dass dieser Plan, den du so fest eigentlich fokussiert hattest, ich nehme mir das Leben morgen, und jetzt bist du dort in einem Gottesdienst. Was ist passiert? Eine junge Frau kam während dem Lobpreis auf mich zu und ich kannte sie nur vom Sehen her. Ich hatte noch nie mit ihr wirklich gesprochen und sie hat mich angesprochen, sich kurz vorgestellt und dann hat sie gefragt, ob sie für mich beten darf. Während dem Worship, es war wirklich laut und ich empfand es so, als war nicht der Fokus auf mir, darum habe ich es zugelassen, weil sonst wäre es mir tatsächlich sehr wahrscheinlich unangenehm geworden. Und dann hat sie angefangen, über mir zu prophezeien. Sie hat direkt in mein Leben hineingesprochen und die hat Sachen gesagt, das wusste kein Mensch, das wussten nicht meine Eltern, das wusste meine damalige Freundin nicht. Sie wusste am meisten von mir. Sie wusste, dass ich Depressionen hatte, aber mehr habe ich ihr auch nicht erzählt. Es wusste also kein Mensch. Und ja, sie hat die Selbstmordgedanken aufgedeckt. Sie hat mir gesagt, dass in der Lehre sehr vieles schiefläuft. Sie hat mir gesagt, dass auch in meinem Privatleben einiges schiefläuft. Dass ich ein Doppelleben lebe, dass ich ja, Substanzen konsumiere etc. Und versuche, mich zu betäuben. Ja, sie hat von meinen Aggressionsproblemen berichtet. Und dass, ja, Gott mich komplett erneuern möchte. Und es wusste niemand davon, wirklich von den wirklich schlimmen Sachen, wusste eigentlich niemand, auch nicht meine damalige Freundin. Und ja, der Heilige Geist hat es uns Licht gebracht. Also es ist ja sowas von erstaunlich. Da kommt jemand, die das nicht wissen kann. Das zeigt ja, wir haben einen Gott, der es eben weiß. Und der wusste ganz genau über alles Bescheid und schickt eine junge Frau. Und ich möchte dieser Frau an dieser Stelle auch von Herzen danken, dass sie diesem Impuls gefolgt ist. Nicht einfach gesagt hat, ja, was soll das, soll ich diesen jungen Mann jetzt ansprechen? Sondern sie ist gegangen und hat genau das getan, was Gott ihr gezeigt hat. Und eben in dein Leben hineingesprochen. Und das war dann auch so, dass du diesen Plan verworfen hast, weil du gesehen hast, Gott, Jesus sieht mich. Und sie hat gesagt, er möchte dein Leben wiederherstellen. Also gewaltig, oder? Da können wir einfach nur staunen. Mich berührt das zutiefst, weil ich glaube, das, was Gott dort in deinem Leben getan hat, das kann und will er auch bei Ihnen tun. Wir wissen ja nicht, in welcher Situation Sie sind, wenn Sie sich heute so einen Bericht anschauen. Vielleicht total verzweifelt. Aber Jesus sieht Sie und er möchte auch Ihr Leben wiederherstellen. Wie ist es denn dann weitergegangen, David? Es ging dann so weiter, dass wir gingen dann noch mit einer anderen Gruppe. Sie hat mich direkt mitgenommen nach dem Gottesdienst, etwas trinken. Haben weiter ausgetauscht, um was sie und andere mit Gott erleben dürfen. Und dann haben wir Nummern ausgetauscht und dann hat sie mich ins Open House eingeladen. Sie war dort gerade frisch 2 Monate, wohnte sie in Oftringen. Erzähl uns ein bisschen Open House, damit man das versteht. Das heißt offenes Haus. Ja, genau. Das ist eine Bewegung, eine Jüngerschaftsbewegung und unser Herz ist es, dass wir als Haus Treffpunkt sein dürfen. Ja, ich wohne auch schon fast 4 Jahre inzwischen in einem Open House. Und es ist fantastisch, wirklich dort. Und für die, die die Apostelgeschichte kennen aus der Bibel, ja, das wollen wir erleben, das dürfen wir erleben. Und nach diesem Lebensstil strecken wir uns aus,
natürlich im Alltag. 24-7 mit Jesus und Gemeinschaft teilen, Leben teilen, zusammen essen, zusammen Gott anbeten, zusammen Bibel lesen, zusammen Sachen unternehmen. Und da ist wirklich, so wie der Name sagt, jeder ist willkommen. Mhm. Open House, genau, ein offenes Haus. Ich finde das einfach fantastisch, wenn man sich vorstellt, so verzweifelt, sieht eigentlich keinen Ausweg mehr, geht in einen Gottesdienst, wird angesprochen und heute diese Veränderung zu sehen. Ich möchte noch ein bisschen tiefer eintauchen so in deine Lebensgeschichte, David. Und zwar, du hattest mit 7 Jahren ein Erlebnis. Ja. Und das war ein furchterregendes Erlebnis. Also schon als Kleinkind, 7 Jahre, kann man sich gut vorstellen. Berichte uns von diesem Erlebnis, von dieser Erfahrung damals. Ja, das ist wirklich so. Ich kann mich daran erinnern, wie es gestern ist, war. Und zwar bin ich aus einem Albtraum aufgewacht. Und ich lag wirklich durchnässt im Bett. Und dann habe ich plötzlich eine Stimme wahrgenommen. Ich war voll wach. Und dann habe ich auf die Seite rübergeschaut und dann sah ich an der Wand eine Hexe, die war wirklich raumhoch. Und dieser sah wie ein Schatten aus, war es aber nicht. Der hat so grün geleuchtet. Und diese hat so wirklich fürchterlich irgendwelche Sachen gesagt, die ich nicht verstanden habe. Aber ich hatte panische Angst. Und ich schrie auf, sprang vom Bett auf und ging aus dem Zimmer in den Flur, setzte mich dort an den Boden und weinte. Und dann kam meine Mutter, weil sie das hörte, hat mich getröstet. Ja, meine Mutter liebt Jesus. Liebe Grüße an dieser Stelle, wenn du das siehst. Und sie hat aber bis dahin noch nicht wirklich viel, sie wusste nichts von der unsichtbaren Welt oder bei ihr war es nicht so präsent und sie hat es verdrängt oder sie hat es gut gemeint, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat sie gesagt, es war halt ein schlechter Traum, du bist jetzt noch ein bisschen verwirrt und so, aber es ist alles gut, du kannst schlafen gehen. Und dann bin ich so langsam runtergekommen, habe mich wieder ins Bett gelegt und meine Mutter ist dann wieder hochgegangen. Und dann, ja, als alles wieder ruhig war, kam diese Hexe wieder. Und in dem Moment war ich wirklich wie gefangen in meinem Körper. Ich konnte mich nicht bewegen, ich fiel in eine Starre. Und in mir raste einfach durch den Kopf, wow, jetzt war meine Mutter da, sie hat für mich gebetet. Und Jesus ist doch der Mächtigste, das weiß ich doch, das glaube ich, aber ich kann nicht mehr, ich kann nicht mal Jesus rufen, es geht nicht, meine Kehle war zu. Und in diesem Moment, als ich einfach eigentlich die Hoffnung aufgegeben habe, aber dachte, wow, Jesus muss doch stärker sein, da öffnete sich ein Licht über meinem Bett und eine mächtige Stimme sagte, hab keine Angst, mein Sohn, ich bin bei dir. Und dann verschwand das Licht wieder und der Schatten, diese Hexe, dieser Dämon war auch weg. Und ich war wirklich befreit. Es ging dann ein paar Minuten. Ich war wie gefesselt. Wow, das ist der Jesus, von dem meine Mutter mir abends aus der Bibel vorliest. Das ist der Jesus. Ich wusste es einfach, dass es Jesus ist. Und wenn wir in der Bibel lesen, in der Offenbarung, dann sehen wir, wie Paulus, Johannes, diesen Jesus beschreibt, wie mit Donnerschallen oder mehrere Wasser, die rauschen. Und so hat diese Stimme wirklich geklungen. Ja, tatsächlich. Also war imposant. Ja. Mhm. Ja. Starkes Erlebnis. Und David, ich möchte an dieser Stelle einfach auch den Zuschauern sagen, gerade wenn wir so etwas hören, wie jetzt Hexe, Hexerei und solche Dinge, bitte lassen Sie die Finger davon. Es ist sowas von gefährlich und heute, man hört das, es wird so niedlich, lieblich dargestellt, aber es ist alles andere, alles andere. Wir haben das gehört, das ist sogar so, dass es einen zu Tode erschrecken kann, auch in eine Starre, wie auch immer. Und darum wirklich Hände weg davon, weil die Bibel spricht von zwei Bereichen eigentlich. Es gibt dein Leben in der Finsternis und dein Leben im Licht. Und das ist das, der Gegenspieler Gottes, das ist Satan, er ist der Verführer und all diese Dinge, die gehören in diesen Bereich.
in dieses Dunkle hinein, aber er ist gekommen, darum auch das Licht, das du gesprochen, von dem du geredet hast, dieses Licht. Und Jesus ist da, er ist das Licht. Und auch wir, wenn wir ihn kennen, so sind wir ja auch Licht in dieser Welt. Ich möchte Ihnen das einfach sagen, weil mir das so oft im Herzen ist, weil bitte nicht experimentieren. Wenn Sie es schon getan haben, sagen Sie sich los von diesen Sachen im Namen Jesus. Wir haben es gehört, dieser Name, er ist stärker. Jesus ist stärker und er ist gekommen, um Menschen zu befreien. Ja, dann, David, mit 11 hattest du nochmal ein Erlebnis, das auch ein sehr spezielles Erlebnis war. Ja, mit knapp 12, ich weiß es selber nicht mehr so genau. Oder 12, ja. Da war ich im Badezimmer, habe die Tür abgeschlossen, wie man das normalerweise macht. Und dann habe ich mich frisiert, das war für irgendeinen Anlass. Wir wollten als Familie irgendwo hingehen. Und dann auf einmal sah ich eine schwarze Gestalt hinter mir. Und die hatte so rote Augen. Mehr konnte ich nicht erkennen. Und die hat mich wirklich so... Die tauchte plötzlich auf und sprang mich von hinten an. Und als nächstes fand ich mich in einem... Man würde das wahrscheinlich heutzutage Schlafparalyse oder Wachkoma nennen. Aber ich finde diese Bezeichnung nicht so gut, weil ich habe eigentlich alles mitbekommen. Und zwar war ich eigentlich unter dem Waschbecken. Mhm. Und, also habe, du bist gefallen? Genau, ich bin gefallen. Mhm. Und war am Poltern. Und ich habe wie gemerkt, wie ich meinen Kopf anschlage am Kasten oben dran. Und dann das nächste bin ich wie wieder extrem wie gelähmt aufgewacht. Also ich habe wie alles mitbekommen, aber war irgendwie halb wach, halb nicht da. Und dann ist mein Vater völlig panisch. Er hat von außen die Tür, konnte er sie aufschließen wieder. Kam rein und was ist passiert? Und dann hat er nachgeforscht. Und dann ist eigentlich ziemlich schnell dann auch, als wir später zum Arzt gingen, ein paar Tage später die Diagnose gekommen, Epilepsie. Ja, es gab dann natürlich auch neurologische Abklärungen. Und das war wie klar, aber man hat nicht so offen darüber geredet, weil es ist immer so ein bisschen heikel, alles zu vergeistlichen. Und ich hatte auch selber Angst. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Erlebnis überhaupt erzählt habe. Für einige, ich komme aus einem christlichen Umfeld, war es klar, ja, dämonisch, das muss dämonischer Einfluss sein. Für die anderen, ja, das gibt's halt, solche Sachen, schade. Aber ich hatte wirklich Angst, abgestempelt zu werden. Es war ja ein bisschen dann auch so, du wurdest ein bisschen zum Außenseiter in dem Sinn, weil deine Eltern sehr fürsorglich sind. Mhm. Und auch als Teenie wurdest du dann eigentlich zur Schule gefahren. Und wie gesagt, als Teenie, ich weiß nicht, wie man das so dann erlebt. Die Eltern bringen einem noch zur Schule mit dem Auto und so. Aber du warst sehr fürsorglich. Sie haben sehr gut zu dir geschaut. Aber ich glaube, das war nicht immer ganz einfach für dich in der Zeit als Teenie, oder? Nein, ganz und gar nicht. Ja, ja, also das ist tatsächlich, die Schule war sehr nah, etwa 10 Minuten zu Fuß. Meine Mutter musste mich, glaube ich, sogar auf ärztliche Anweisung dorthin bringen, bis sich die Medikamente einstellten. Okay. Weil es halt Gefahr lief, es könnte jederzeit ein Anfall passieren. Ich durfte in dieser Zeit nicht schwimmen, ich durfte nicht Fahrrad fahren. Alles, was man eigentlich gerne macht, gerade als ein junger, sprudelnder Mensch. Ja. Und man hat natürlich auch die Klasse dann informiert, eben wegen Epilepsie und so. Du warst dann ein bisschen wie ausgestellt. Das heißt, das war keine einfache Zeit für dich, oder? Nein, ganz und gar nicht. Kann man da sagen, dass man da auch von Wunden reden kann, die da entstehen im Herz irgendwie, dass man denkt, da habe ich was abbekommen und ja, wie hast du das erlebt? Ja, ganz klar. Also einerseits war es wirklich die Krankheit, die Epilepsie, wo ich halt nicht überall mitgehen konnte mit den anderen. Und das andere war tatsächlich, ich bin jetzt bald 23 und ich sehe sehr jung aus und ich danke Gott dafür, wie er mich gemacht hat. Aber ich habe immer schon sehr jung, sehr
sahst jünger aus, vielleicht. Sehr, sehr, sehr jung, zierlich ausgeschaut. Ja. Besseres fällt mir jetzt nicht ein. Und auch mit der Pubertät hinkte ich immer so ein bisschen hinten drein. Oder ich sah nicht so aus, so männlich aus wie die anderen Jungen. Oder genau, und das spielte dann alles dazu. Und dann habe ich natürlich schon dort bereits angefangen, alles zu hinterfragen. In der Oberstufe, ja, wieso bin ich so anders und dann kommt das noch dazu und Gott ist doch auf meiner Seite und wieso ich? Und ja, dieses frühe Gefühl von ein Außenseiter zu sein, nicht dazugehören, nicht ernst genommen zu werden, und das hat extrem vieles mit mir gemacht. Ja. Weil wenn wir nochmal auf das Thema zurückkommen wegen Selbstmord, eigentlich die Gedanken schon, die hattest du ja mit 17 schon. Ja. Waren die schon da? Nicht so stark wie dann mit 19, aber schon mit 17 Jahren. Denkst du, all das hat zusammengespielt, dass du da eigentlich die Lust am Leben so verloren hast? Kann man das so sagen? Ganz klar, ganz klar. Was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich weiß es nur zu gut. Und weil ich es auch selber leider oftmals noch tue, dass verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Und Jesus will diese Wunden wieder heilen. Er will etwas ganz Neues machen. Das heißt, wenn jemand in Jesus ist, so ist er eine neue Kreatur. Was alt ist, ist vergangen. Und bei mir, ich wusste schon sehr früh vieles, vieles wirklich, und habe wirklich Jesus gern gehabt. Aber wie ich hatte nicht den Mut oder das, was im Kopf war oder bei mir zu Hause, das nach außen zu tragen. Und wie meine Identität war komplett nicht gefestigt. Und darum glaube ich, kann, wenn immer wieder etwas dazu kommt oder man sagt, heute auch Salz in die Wunde streuen, dann tut es natürlich umso mehr weh. Und dann entweder man wird einfach aggressiv, man wird komplett lieblos, man wird bitter im Herzen und sagt, jetzt schaue ich nur noch auf mich, auch das gibt es oft. Oder man denkt, ja, keine Lust mehr auf das und ich gehe einfach. Ja. Es gibt ein wunderschönes Lied von Danny Platt, das heißt, du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Und genau das durftest du erfahren. Jesus sieht uns, und das ist, ich finde das so, wir haben ja dann schon anfangs thematisiert, dass es sogar so weit kam, dass du dir wirklich einen Plan gemacht hast. 7 Tage oder so hast du das geplant. Also man kann nicht von Affekt oder so, sondern wirklich geplant. Ich will nicht mehr. Und dann eben dieses eindrückliche Erlebnis. Jetzt, David, was mich noch interessiert, ist, Jesus sein Leben zu übergeben, ist eine Sache. Aber so wie ich deine Geschichte jetzt verstanden habe, können wir nicht leben als Solo-Christen. Wir brauchen Gemeinschaft mit anderen Christen. Und ich kann mir vorstellen, wenn das ein bisschen vorher so bei dir gewesen wäre, der Anschluss auch mit anderen, Begleitung, Coaching, wie auch immer, so wie ihr das ja auch dort in diesem Open House wirklich lebt, dass das schon früher anders gekommen wäre. Das kann ich tatsächlich nicht einfach so klar sagen, ist immer schwierig im Nachhinein. Klar. Und trotzdem, ich muss sagen, ich hatte ein sehr behütetes Umfeld. Und trotzdem fehlten mir die radikalen Vorbilder im Glauben. Ich möchte an dieser Stelle jedem, der das sieht und einen wichtigen Teil in meinem Leben gespielt hat, Danke sagen. Danke, dass ihr diese Impulse vom Heiligen Geist wahrgenommen habt und reingestanden sind in den Riss. Aber es fehlten mir ja wirklich wie die nahen Vorbilder. Ich ging auch ab und zu in eine Jugendgruppe etc. Aber es war wie sonntags, und ich hatte im nahen Umfeld, im nahen Alltagsleben, hatte ich viel zu wenig Orientierung. Und darum, ja, kann ich das nur untermauern. Wir brauchen andere, die uns helfen. Oh ja. Auf unserem Glaubensweg unterstützen, gemeinsam da, genau. Ich bin so dankbar. Ich bin wirklich so dankbar, dass du das erleben darfst und dass du lebst und heute ein Leben hast, wie Jesus sagt, er schenkt uns ein Leben in Fülle. Und wir möchten Sie zusammen auch einladen. Vielleicht sind Sie auch ein Punkt, wo Sie sagen, ich habe eigentlich die Lust am Leben verloren und hören vielleicht sogar Stimmen, was auch immer, sind im Dunkeln. Aber es gibt einen Ausweg daraus. Das soll diese Geschichte hier ganz eindrücklich zeigen von David.
dass es einen Weg daraus gibt und dass Jesus uns wirklich in diese Freiheit hineinführen will. Und in diesem Sinn hoffe ich ganz, ganz fest, dass Sie dieser Beitrag hier ermutigt, Lust auf mehr in der Gemeinschaft mit Jesus zusammen mit anderen ein solches Leben zu führen. Eingeblendet finden Sie die Adressen, wo Sie uns auch schreiben können. Oder auch wenn Sie mit David in Kontakt kommen möchten, werden wir das weiterleiten. Und wir freuen uns, wenn Sie dieser Beitrag ermutigt hat, und hoffen sehr, dass Sie diesen Jesus Christus, von dem wir jetzt hier gesprochen haben, ganz persönlich kennenlernen dürfen, wenn Sie das nicht schon tun, also ihn schon kennen. In dem Sinn Gottes Segen, wir freuen uns, wenn Sie bald mal wieder bei uns reinschauen. Auch dir herzlichen Dank für dieses offene Gespräch, David.